Dann würde ich sagen, es ist im Endeffekt, stellt euch eine kleine Zeitbombe vor. Aber und sie piept auch jede Sekunde. So piep, piep, piep. Aber anstatt ein Timer sind einfach nur Fragezeichen. Und es ist ein Bild von Lance einfach draufgeklebt. Und sie explodiert nicht und zerstört Dinge, sondern es kommt einfach ganz laut der Donation Alert. Diesen Lance habe ich in meinem Kopf sitzen. Die permanente Angst. Ja, der Gegner. So. Piep, piep, piep. Ungefähr so auch dieses Gesicht. Ja, perfekt, Lance. Danke. So, jetzt ist die Frage, ist meine Einstellung gut mit First Ads? Bei Bossen ist das halt immer so die Sache, dass man da nochmal ändern müsste. Sie sieht eigentlich cool aus. Sie ist schön bunt. Guckt euch das mal an. So. Wir fangen jetzt einfach mal irgendwie an, ne? So. Das heißt einfach nur, dass Navi dir sagt, dass du wenig Leben hast. Hm. Frage ist, warte mal, gehen wir darüber noch? Den kleinen noch weg. Weil dann sind alle Ads erstmal weg und dann kann man sich wunderbar auf so einen Boss konzentrieren. Na komm. So, wunderbar. Und jetzt einfach alle auf den Boss. Jetzt müsste doch eigentlich... Nein, wo kommt denn da wieder einer her? Hä? Ach, sag nicht, ihr spawnt die ganze Zeit neu. Das wäre ja frech. Jetzt müsste es doch eigentlich konstant heller werden. Das ist um 1% schon gestiegen. Oh, das ist eine Fähigkeit. Ja, das ist ungünstig. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Sechs HP. Nimm einfach selber. Wir haben keine Potions mehr. Nimm die High Potion. I don't care. 450. Das krasse Overheal, aber... So. Actually... Ist einmal klauen kann man doch, oder? Eine Rosenkorsage. Ich möchte nur mal ganz kurz gucken, was für ein Ding. Wie ist die denn? Sag nicht, das ist einfach nur Schrott. Wir müssen es nicht alphabetisch sein. X, wunderbar. Auto, ist das dann nach Anzahl? Nee. Ja, Rosenkorsage wissen. Accessoire. Guck mal, negiert stumm. Das habe ich gerade gelootet. Das habe ich geklaut. Das ist absolut cool. Das ist bestimmt nicht schlecht. Mimik führt Gebären aus. Du Bitch. Muss kommen RPG-Mentality. Was wir mit Ads wollen, dass man die Ads killt. Damit im Late Game irgendwann der Boss kommt, wo du die Ads ignorieren musst. Was dir schwerfällt, weil du zu krass auf Ads killen. Also Win Condition konditioniert wurdest. Boah. Mit Gebären aus. Ja, wenn ich hier die Ads einfach straight down halt, passt das eigentlich. Ich bin gierig. Ich will sie nicht beklauen. Das ist aber schade. Ist es sicher? Ich weiß nicht, kann man mehrfach von dem Gegner klauen? Für Donnerblitz aus. Was bist du, Pikachu? Irgendjemand tot? Fran? Franny, Manny? Ganz häufig gerade FF-Bosse, wo du ganz bestimmte Ads killen und andere leben lassen musst. Ja, sowas gibt's. Das ist... nee, Item.
Problem ist, das geht jetzt gerade nämlich nicht mit meinem Gambit-System sonst auf. Wenn also Wahn am Leben ist beinahe wichtig. Scheiß drauf. Wir schaffen das. Wir schaffen das doch so. Quadro-Stanz. Vielleicht auch nicht. Nein, 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 nein. Hm? Wahn war sehr full life. Oh, gut. Das war gar nicht so viel Schaden für alle. So. Jetzt können wir sie finishen. Und. Bob-Bob. Ey! So, nun schimpf ich mal. Dreimal überlesen werden. Den ich beim vierten Mal hervorheben muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Böser, böser Dave. Dann schreib es nochmal. Schreib es nochmal. Alles gut. Not a Glisterium, by the way. Na, ganz häufig, nach Final Fantasy Boss, wo du ganz bestimmt. Also, genau, hatten wir das schon. Da gibt es ein Guild, was auch ein paar Mechanics, die genauso sind. In manchen Fraktalen. Ja, yeah, wir sind draußen. Das noch Erzkill ist zwar besser, aber eigentlich gewinnst du so oder so. Ja. Aber es macht's einfacher. To think Dalmascan air could taste so sweet. Where are we? The Ester Sand, by the look of it. Let's back to Rabanasta before we shrivel up. By your leave, Captain. Yes, the hour of my return is already over late. The people may hate me, but that does not free me of my charge. So. Eventuell so mal dahin. Oh Gott. Wie groß ist diese blöde Wüste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir hier einen Speier? Ja, hier ist ein Speierkristall. Hey, was ist mit euch? Gab einen Riesenknall und dann wurde der Eingang zu den Tunneln verschüttet. Oh, unser Boss ist wahrscheinlich immer noch da drin. Oh. Gibt es einen weiteren Eingang, aber den Schlüssel dazu hat auch unser Boss. Ja, dann wird er schon irgendwann rauskommen. Das wird passen. So, Eingang zu den Tunneln. Das war beim letzten Mal. Guck mal, anderthalb Stunden länger habe ich damit gebraucht. Richtig schlecht. Aber meine Godgamer Dave Skills sind ja weiter geblüht. So, Loot. Ja, aber ich mag den Speed-Up nicht. Vor allem bekämpfe ich ja wirklich. Also ich kann schon upspeeden. Ja, ja. Ich möchte alles bekämpfen. Und ich laufe halt erstmal blöd in der Gegend rum. Ich sagte, ich finde Final Fantasy spielerisch ganz super, aber storytechnisch finde ich es nicht so gut, dass mir zu politisch ist, dass der Story nicht folgen kann. Und das ist der Hauptkritikpunkt, den ich über dieses Spiel am meisten gehört habe in meinem Leben. Und genau das, deswegen finde ich es so geil. Weil es einfach nicht so, oh, es ist einfach nur gut gegen Böse, sondern Intrigen. Und ist, dann hast du den kleinen Bruder des Bösen, der eigentlich gut ist, aber dann doch auch irgendwie in seiner Mentalität gefangen ist, weil er natürlich nicht sagen kann, oh, eventuell sind wir doch die Bösen und. Das ist so ein schönes Hin und Her einfach. Macht die Geschichte richtig toll. Eine Potion, ja, sie ist. Ich würde ganz gern plündern können bald. Plündern. Wow! Quatsch! Vogel, du lebst jetzt nicht mehr! Sag mal. Aber. Hier, das Viech hat einfach komplett aus dem Leben geballert hat mit seinem Schwert. Schön die Karte aufdecken überall. Das, ich habe nur Double Time. Ich finde Quad Time zu. Was? Und ich nehme die ganze Wüste. Hm.
Hast du eigentlich auch A und B umgelegt, also X und Viereck? Weil bestätigen war ja, aber du bist ja auf der PlayStation, bestätigen war ja auf Viereck. Und das war bei mir auf B mit Xbox Pad. Das war ja furchtbar. Ja, furchtbar. Das, bei 3 Klicks habe ich schon 2-mal missklickt dadurch. Das, ich habe das geändert, weil es mich wahnsinnig machen würde. Lass mir die Cockatrice in der Loop. Wir haben alle ersten Playthrough den Rex am Anfang gehasst. Wir haben den alle gemacht beim ersten Mal. Sind dann da hingelaufen und ja. Er spielt das weirdeste Final Fantasy als ich morgen, Dave. Ich spiele eines der besten. Hallo, sorry. 17 Gil. Dann hat er in der Ecke Pause gemacht, hat sich vor der Sonne geschützt. Ein Geld aus der Tasche gefallen, das wir jetzt mitgenommen haben. Geschmackssache. Nein, das ist objektiv. Ja, natürlich ist es Geschmackssache. Ich finde es eines der besten. Aber ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, ich bin halt auch biased, weil es war mein erstes. Von daher. Meine erste PlayStation war ja erst eine PS3. Und ich hatte auch. Und meine erste Nintendo-Konsole war eine N64. Von daher hatte ich nicht keinen Zugang zu den alten. Hi. Zu den alten Final Fantasies auf der SNES. Und auch keinen Zugang zu denen danach. Ja. Und jetzt, wo die halt alle so auf Steam sind. Oder so als Pixel-Remix. Und ich so einen Milchi im Ohr habe mit: Oh, du musst Final Fantasy 6 spielen. Das ist voll geil. Kauf dir das Pixel-Remake. Ja, ja, ja. Des Tages. Ich werde auch irgendwann einen Lance glücklich machen und Final Fantasy 10 spielen. 10 habe ich nämlich mal angefangen über Steam Share. Und dann habe ich den Rechner neu aufgesetzt. Erstens war das Save-File dann weg. Und zweitens hatte ich keinen Steam Share mit der Person dadurch mehr. Weil jedes Mal, wenn du den Rechner neu aufsetzt, bekommt dein Rechner genau genommen eine neue ID. Und der muss erneut verifiziert werden. Und das, so oft ich meinen Rechner aufsetze, weil ich mir denke, ich habe nichts zu tun an dem Tag. Ich gucke jetzt Stream, installiere meinen Rechner neu, weil, weiß ich nicht, irgendwas hat eine halbe Sekunde länger zum Laden gebraucht. Das nervt mich. Ja. Ah, was? Ach, Hühnchen. Eine Daune erhalten. Bei dem Politikaspekt zum Beispiel in Fantasy 16 deutlich besser gemacht als in Final Fantasy 12. Bei mehreren Parteien und Allianzen. Ja, Final Fantasy 16. Man merkt, warum es hieß, guckt euch Game of Thrones an. Das war ja wirklich eine. Ein Statement, dass es hieß, an die Story-Schreiber, guckt euch Game of Thrones an, auf sowas stehen die Leute. Oh. Hier verlassen wir das Gebiet. Interesting. Und man merkt teilweise. Teilweise war es schon. Ich habe Stille gefunden. Oh. So, einfach mal rübergehen. Fragezeichengebiet. Bin gespannt. So. Oh! Wait. Konnte man hier nicht guten Stuff kaufen? Naja, speichern. Ich habe eine Stadt gefunden. Hallo? Ja, weiß ich nicht. Oh nein, recht. Viele Potions kaufen. Wie viel Geld habe ich denn? So. Windstein. Blitzstein, das heißt Donnerstein. Ein Horn. Okay. Oh, die Knochensplitter. Oh. Nice. Die Eisenstücke. Gewühnsäure. Wolfsfell. Ja. Ich hab gut Geld gemacht. So, Handelswaren. Was hast du denn? Gewandung. Phönixfedern. 2 Phönixfedern für 400. Eine kostet
Das ist ja kein. Das ist ja kein Deal. Das ist einfach nur 2 zum Preis von 2. Hm. Game of Thrones habe ich nicht eine Folge geschaut. Das war nicht mein Fall. Ich fand Game of Thrones ursprünglich echt kacke. Mich hat unglaublich genervt, das, was alle so gefeiert haben, nämlich dieses, die Serie definiert sich über Sex und Gewalt. Und mir hat am Anfang der Inhalt gefehlt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist egal. Warte mal. Ich muss voller Berge. Oh, da komme ich nicht durch. Ne. Will die Karte schon mal aufdecken, dann halt nicht. Das hat mich super gestört. Aber es hieß dann, ja, das wird weniger und der politische Teil wird mehr. Wurde mir versprochen. Und es war so. Na komm, wir laufen jetzt einfach durch. Sind da lang. Und dann fand ich es auch besser. Bis zur Staffel 5, wo man gemerkt hat, oh, hey, wir haben keine Buchvorlage mehr. Und über Staffel 8 reden wir nicht. Ich hab's zwar auf Blu-ray da, aber... Wir reden trotzdem nicht drüber. Wo? War doch gerade Pling über mir. Als ob ich keine Schätze habe, die ich looten kann. Warte mal, was? Etwas Glänzendes. Ein Gil. Hat auch was geglänzt gerade. Ha? So ein Geier sind wir hier. Hallo. Mein armer Schatz hat einen Hitschlag. Jetzt verzögert sich unser Aufbruch noch weiter, obwohl die akkadianischen Soldaten abgezogen sind. Da wird man mal tief in die Tasche greifen müssen, um die Verspätungsgebühr des Chocobos zu bewappen. Oh nein! Die Verspätungsgebühr des Chocobos! Dann so, ja, Bratwurst. Hier Bratwurst gelesen. Ich hätte es gerne ein Bratwurst gewählt. Für 100 Geld kannst du dich ausruhen. Nein. Jederzeit willkommen, das glaube ich. Ich glaube, das so. Okay. Aha! Hier habt ihr euren Loot versteckt. Ein Leuchtkäfer! Ja, da. 3 Gil. Und Link. Das ist wirklich eine Münze im Endeffekt, die hier drin liegt. Und jetzt kommt es wieder ein Spieler ohne Gambit. Warte, warte mal, Moment. Ich hab auch viel geschrieben. Spielerisch ist es. Was spielerisch ist es gut, storytechnisch würde ich es noch besser als Final Fantasy 13 und 13.2 einstufen. Noch besser als 10.2. Jetzt sind das nicht die, über die am meisten gehatet wird, die du gerade genannt hast. Ich finde das Gambit ist einfach nur nervig. Und irgendwann hast du einfach AFK gefeiert und ich war nicht mehr gezwungen, selber nachzudenken. Genau das finde ich das Geile. Er ist grün, er tut mir nichts, ne? Weil es einfach sich unglaublich belohnend anfühlt. Wenn das, was du eingestellt hast, zum Beispiel jetzt schon. Ich kann wunderbar in den Chat gucken dadurch. Es fühlt sich einfach so belohnend an, dass ich weiß, ey, ich habe das richtig eingestellt. Das passt erstmal. Ich finde das toll. Deswegen habe ich offstream Knochensplitter in den Lushumin gefarmt. Ja, ich sehe warum. MH in 1,5 Stunden aufstehen. MH, was? Mindesthaltbarkeitsdatum. In 1,5 Stunden. Dann was? Steht dir Dark Souls 2 mit Gambit vor. Fändest du das auch toll, Alter? Es wäre ein Traumgame. Ohne Scheiß. Ich mag Dark Souls 2. Ich mag Gambit. Du hast gerade gesagt, ich soll mir 2 Sachen, die ich mag, kombiniert vorstellen. Was denn für eine Antwort erwartest du von mir? MH ist keine Abkürzung. Also, ach, ach so. Okay, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Gut. Ich habe halt gedacht, das ist eine Abkürzung. MH. Meine Hildegard muss in 1,5 Stunden aufstehen.
I'd avoid crowds if I were you. In this town, you're still a traitor, you know. The Resistance will surely find me soon. Fates will, we meet again. I would pay my respects to your brother. You're a fugitive now, too. Stay low for a while. What about the stone? Do as you like. That stone's ill-favored. We feel regret. We sought that stone and found ourselves only worry. You offering it? It's mine. Then why'd you ask? Our regards to your girl. We stay in Rabanastra a while. Ja doch, kann ich fragen. Siehst du doch. What do you think? Natürlich kannst du. Can I trust Bosch? Das ist einfach ultra langweilig, wenn du neben dem Zocken noch drei Gänge mit nur kochen kannst. But maybe I should show it to Pinello first, so she knows I got something. She'd be at Miguel's place this time of day. Die Gefährten trennen sich. Nein! Der Ring wurde zerstört. Haben nichts mehr zu tun. So. Hallo. Selber dem Typen die Fresse polieren. Machst du doch so oder so nicht. Übernimm doch eh deinen Pixel-Charakter. So, Osttor. Was haben wir hier? Fünf? Ja, guck mal an. Ich bin anderthalb Stunden besser. Ich habe jetzt geguckt. Ich habe aber vergessen, bei was der Speedrun-Rekord liegt. Moin, moin! Willst du mich jetzt zeigen, wie man das Spiel spielt? Exakt. Nein. Ich habe einfach selber so Bock drauf bekommen. Ich möchte aber jetzt shoppen. Warte mal. Da vorne. Nee. Falsch. Da. Hier dann. Mal, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Check, check, check. Warte. Schriftrolle ist, Techniken. Ich hätte ganz gern Wildern. Hast du das? Hallo. Vielleicht Benedlo gesehen. Nein, das ist nichts Dringendes. Vielleicht mal so kurz Besteller damit vorbeigekommen. Ist was passiert? Egal, kauf lieber was. Ja, ja, ich kauf gern was. Oh, du hast keinen Wildern? Na gut, und selbst? Ja. Dann kann man gerne aufhören. Ruhige Nächte werden mal wieder toll. Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst. So. Dann halt in den Gambit-Laden. Solange ich noch Kohle habe. Die Gambits sind das Wichtigste. So. Ich will, dass nicht der Junge ist, wie geht das Laden ist. Wir haben einen Angriff beim Bankett. Das ist okay. Na gut. Ein Witz. Es ist Samstag und Badetag. Karl badet seinen kleinen Sohn. Als er ihn abgetrocknet hat, sagte er ihn mit unüberhörbarem Stolz: So, das haben wir geschafft und ganz ohne Mama. Ja, schon, sagt der kleine Sohn zögernd. Aber die Mama zieht mir vor dem Baden immer die Hose und die Schuhe aus. Auf sich bei Itemanzahl größer 10. Gott, das sind diese Sub-Dinger dann, getrennte Angriff. Guck mal, für entfernteste Gegner. Gegner, der am nächsten ist. Den höchsten MP. Das könnte doch spannend sein, actually. Gegner auf höchster Stufe. Mit höchster Stärke. Agilität, Abwehr, bla. Das ist mir egal. PP kleiner. Ja, das ist egal, oder? Mit TP im Prozent. 10% ist gut. Oh, Gegner im Zustand. Ja. Aber actually, das ist dumm. Nee, warte mal. Nee, nee, nee. Im Gegner. Nein, 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 nein. Warte mal. Gegner, hitzeempfindlicher Gegner. Das da. Elektrischer, empfindlicher. Kälteempfindlicher, Erdeempfindlicher. Das habe ich gemeint. Gegen Holy. Gegen Schatten. Der keine Hitze absorbiert. Ja, ja, gut. Untote. Fliegende?
Untote. Courage of the Pfadfinding. Wenn eigene TP. Das brauchen wir nicht. Bei mehr als X Gegnern auf Gegner-Item-Anzahl größer 10. Gefällt mir den niedrigsten TP klingt gut. Mit stärkster, aber mit niedrigster Abwehr. Ja. Und wenn wir das komplett einstellen können. Ich werde mit MP. Was? Gefährte im Zustand kampfunfähig, ja. Ah, Gefährte im Zustand negativ irgendwas. Wie war die Nacht? Fantasieweich? Sehr final. Ja, ich habe mal Final Fantasy gespielt. Ich hatte Spaß. Ich habe richtig Bock, das ist ohne Scheiß. Ich will das auch fertig spielen. Was ist denn Zustand Virus? Köder. Das ist eigentlich was Gutes. Ist das auch was Gutes? Nee. Schweben, wir gehen in Berserker? Weiß ich nicht, ob das was Gutes ist. Oh Gott, wir haben sich selbst bei TP Blanc. Ja. Sich selbst. Das ist doch egal, oder? So, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ein Gegner, der einen Gefährten anwerft. Konzentrierter Angriff. Getrennter Angriff. Kein was? So, machen wir aber mal noch ein paar Gegner-Conditions. Für eventuelle Bosse, wo man einen eigenen Gambit braucht. Oh, das hier höchste und niedrigste Stärke klingt noch ganz gut. Magie, maybe. Agilität ist doch egal. Mit Magie Abwehr. So, das passt. Gegner mit TP. TP ist egal. Gegner im Zustand ist egal. Gegen Hip-Empfindliche, ja. Bei blind auf 1, wenn ein Gegner im Blickfeld, wenn man selbst. Ah, auf einen Gegner im Blickfeld, wenn man selbst im Zustand blind ist. Bringt mir doch auch nichts. Das ist ja Quatsch. Da, wenn eigene MP. Eigene ist eigentlich egal, ne? Hatten wir nicht. Komm mal, wart mit MP. Gefährte, hier, Gefährte. Mit MP. So gut, die Hammer, guck mal. Funktioniert doch auch schon. Gefährte im Zustand doppelt. Was ist doppel? Wie gesoffen, ich sehe meinen Kumpel doppelt oder was? Auf sich selbst, das ist wurscht. Sich selbst, nee, passt. Das ist gut, so. Dann, na zumindest einer, der Spaß hat. Jo, der Chat muss keinen Spaß haben, das ist mir egal. Ich hatte Spaß, das ist das Wichtigste hier. Das ist mein Stream, ich bin hier der Hauptprotagonist, ja? So, jetzt habe ich den ganzen Bums nämlich gekauft. Wenn wir nicht mal Probleme haben, können wir jetzt wunderbar alles ändern. So. Ich soll ja zu... gehen. Namen. Ich kann keine Namen merken. So. Hier, Miguelos allerlei, genau, Miguelo. Wusste ich natürlich. Vaughn, is it really you? I heard you got took off to Nalbina. The Imperials will need more than a dungeon to stop me. You broke out of a dungeon? Whoa. Hey, try and keep it down, would you? Du blödst doch selber rum. Around, is she? Out on a delivery, maybe? Nope, haven't seen her all day. Not like her to up and skip out on work like that. Miguelo's not here either. He went running off somewhere a little while ago. So much for my big welcome. I guess everybody's busy. Tja. I got my hands full watching the shop, and old Dallin had something for me to do, but I can't get away. Old Dallin, huh? Tell you what, I'll go see him for you. Really? Well, nothing better to do.
Actually, was kann man hier kaufen? Nur mal so. Das haben wir dann alle. Okay. Ich möchte das Blaue haben und das Gelbe. Das wurde dann sie behalten. So. Ich kenne die Katzen doch. Kann es sein, dass ich die von Milchi kenne? Ja, ja, klar. Milchi ist ein bisschen weiter im Game als ich. Der hat auch ein paar Tage Vorsprung. Ein paar Stunden. Ich brauche actually nichts kaufen hier. Überhaupt nichts. Da ich keinem in der Party oder, haha, niemand in der Party waren, aber auch den anderen, keinen Beruf zugewiesen habe, spiele ich immer noch komplett mit dem Start-Equip. Was ein bisschen kacke ist. ich möchte aber die Magiekacke fertig haben. Wupp, 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 wupp. Ein Moxie-Transport. Also. Ja, man kann auch einfach laufen. Nee, nee, danke, passt schon. Ja, man kann eben Schnellport zwischen den allen haben. War hier nicht ein Händler? Bin ich doof? War der nicht hier? Der wird mich safe irgendwann überholen. Probably. Oh, ein Händler. Loot? Nee. Ich habe halt auch sehr viel vergessen in dem Spiel, von daher. Ich finde es aber cool, dass wir das parallel spielen, weil wir werden wahrscheinlich irgendwann auf so einen Punkt laufen, bei dem wir relativ gleich auf sind. Und das Schöne ist, dann kann man sich darüber unterhalten. Das heißt, wir beide können wunderbar miteinander. Ah, wie hast du den Boss gemacht? Und ah, war der schwer? Nee, der war super easy. Echt? Für mich war der schwer, aber dann wieder genau umgekehrt bei einem anderen. Solche Geschichten. Da freue ich mich richtig drauf. Mit dir dann zu fachsimpeln über das Spiel. Mehr Streamplatz plus Game kennt das Game schon. Da kann ich nie mithalten. Du bist hart überlevelt. Du hast gesagt, und ich laufe jetzt erstmal noch eine ganze Weile mit Startgear rum. Aus Gründen. Die ich gar nicht so jetzt hier beitreten will. Aber mir so auffällt. Warte mal. Nee. Orientierung, Orientierung. Ich guck nur auf die Karte da. Wenn ich nur gegen die Wand laufe, dann ist das so. Warte mal, das ist nochmal ein Shop. Da. Hallo. Ja, 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 Stammkunde, bla, bla, bla. Pulver, okay. Was Interessantes. Hatte ich mir schon gedacht. So. Südtor ist gut. Ist der NPC jetzt da? Was wir verschieden schwer finden, ist logisch, wenn man verschieden skillt. Ja. Und da bist du? Gieserebene. Speichern kann nicht schaden. Es gibt diesen NPC, der einem sagt, welches Wetter da draußen ist. Ah? Du nicht. Guck mal. Nein, nein, nein. Na, andermal. Was? Moment. Max ist ja mein Dienst wieder aufgenommen. Ja, ja. Genau. Und zwar gratis. Ja. Okay. Unterstadt, sehr praktisch, ja. Bist du der? Nein, ihr sagt mir aber alle, da drüben muss ich gehen. Ja, Telekristall, bla bla. Du bist es aber nicht, ne? Du möchtest nur... Irgendwann steht hier nämlich ein NPC, der einem sagt, welches, welche Jahreszeit quasi gerade in der Wüste im Süden ist, ob eben Regen- oder Trockenzeit.
Ja, I don't know. So, oh mal hier. Wunderbar, Südtor. Ah, Grünschnabel. Interesting, wir haben aber 12.000 Punkte. Ich hatte letztes Mal 16.000. Ich bin also schon deutlich besser. Warum? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal.